Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, wir haben im letzten Part angefangen hier das Raketensilo zu bauen. Und jetzt müssen wir mal... Also die Raketenkontrolleinheiten haben wir schon dort. Jetzt müssen wir die Leichtbauteile dorthin verbinden. Und hoffen, dass wir genug haben, dass wir genug produzieren. Ich glaube es nämlich eher nicht. Wobei wir brauchen... Naja, ich weiß nicht, wie viele Raketenteile wir für eine Rakete brauchen, aber... Steht das irgendwo? Nö. Oder? Nee, steht nicht da. Alle mal wieder loslegen. Gut, wir können das Speed-Modul reinpacken stattdessen. Dann sind sie ein bisschen schneller. Allerdings wird das auch den Verbrauch an Ressourcen erhöhen. Also nehmen wir auch die noch dazu. Das brauchen wir ja auch für die Rakete. Okay, damit sind sie schneller, aber auch besser in der Produktion. Und wir haben schon zu wenig Kupfer hier. Na gut, das war auch auf das hier ausgelegt. Und jetzt schneller produzieren, dann geht es natürlich nicht mehr aus. Jetzt mangelt sie aber gerade komplett an Kupfer. Ist auch interessant. Und so stark beschleunigt haben wir das jetzt auch nicht hier. Also die Kupferproduktion hier ist massiv unterdimensioniert. Und das ist schlecht, weil diese Teile brauchen wir für die Rakete. So, der macht hier 45 pro Sekunde. Die brauchen 3,5 Sekunden. Also können wir 45 mal 3 rechnen eigentlich für die, oder? Achso, der ist aber doppelt so schnell. Das sind dann 1,6. 45 mal 1,6. Sind 72. Und das sind 24. Okay, da geht also noch was. Wir haben nur keine Öfen von denen. Oh, und wir haben hier ein Problem mit Brennstoff. Scheiße, weil der nämlich von hier kommt.
Oh gut, das können wir jetzt hier wieder anschließen. So, 42 haben wir dort. Ah, 24 waren es, glaube ich. Egal, wir machen die 28 dahin und fertig. So, na, ja. Verstehe ich schon. Hat schon gepasst, so. So, das sind jetzt 15 weitere. Hier werden wir noch weiter nach oben schieben müssen. So, das sind jetzt 52. Ah, Scheiße. Fehler gemacht. Weil das gilt natürlich nur, das, was wir da ausgerechnet haben, gilt natürlich nur dann, wenn wir das komplette Förderband zur Verfügung haben. Ich habe mir schon gedacht, da muss irgendwo ein Fehler drin sein, das passt so nicht. So, jetzt müssen die aber erstmal den ganzen Raketentreibstoff hier loswerden. Bis wir das wirklich fixen können. Außerdem können wir die Greifarme upgraden, damit die ein bisschen schneller sind. Oh. Warum ist denn das hier angehalten gewesen? Kein Förderband mehr. Great. So, das brauchen wir eh nicht so viel. Also das hier natürlich weg. Versorgt.
Wärme brauchen. Mal schauen, dass das hier wegkommt. Ach, die meisten haben das ja auch noch gar nicht aufgenommen. Okay. Lassen sie noch auf dem alten Brennstoff. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch von denen hier ein paar nehmen. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Für unsere letzten Bauroboter hier. Das wäre 3 x 50, also 150. Kein Kunststoff mehr. Wir werden das anders lösen müssen. Sind wir aber voll. Wie sieht das wenigstens schon aus hier? Nein, das ist erst hier. Scheiße. Oh. By the way. Ich dachte, hier sind, hier sind die anderen Anlagen für, na, für die Dampfmaschinen. Aber das waren sie ja gar nicht. Hier loswerden. Irgendwo. Wieso haben wir schon wieder... Macht schneller! Die Öl ist noch nicht voll, also die arbeiten hier noch. Ah, wir könnten die auch mal beschleunigen. Erst, immer ist irgendwo eine Leitung im Weg. Gut, es kommt jetzt mehr Flüssiggas wieder. Warte mal, ist das... Nee, das ist eine... Nee, wir haben hier unten Kunststoff gemacht. Oh, und da ist es auch zu wenig, weil wir kein Flüssiggas haben einfach. Scheiße. Verlangt es zwar ein bisschen mehr, aber wenn wir so wenig Flüssiggas haben... Brauchen wir halt irgendwann noch den hier.
Wobei, nee, den vielleicht nicht. Ja, man könnte alles in Flüssiggas natürlich umwandeln dann. Vielleicht gar nicht so blöd. Der macht 90, das heißt, er könnte 60 Flüssiggas hier dazu machen. Zusätzlich zu denen sind das 80. Er macht halt nur... Ah, Leichtöl meine ich. Weil er macht halt hier 55 Flüssiggas und hier nur 10. Hier macht er erst 30, 20... Ah, ist auch nicht wirklich besser. Einfach zu wenig Leichtöl, sodass die hier nicht arbeiten. Ach, das ist schon drinnen. So, dann müssen wir jetzt noch den Raketentreibstoff hier loswerden. Okay, jetzt läuft es hier wieder ein bisschen besser mit Kunststoff, wenn auch nicht optimal. Ja, die sind halt auch alle hier auf Vollgas getrimmt. Entschleunigen wir die mal ein bisschen. Jetzt fangen wir lieber hier an. Ups. Und damit machen sie das plus 200% nur noch plus 70%. Jetzt wahrscheinlich auch gereicht, nur einen auszutauschen. Egal. Oh, wir haben hier auch zu wenig. Oh Mann. Und wir sind schon wieder voll. So, jetzt kann hier dafür mehr Kupfer her. Oh, das ist natürlich nicht gut. Wenn das hier noch ein roten Förderband daherkommt. Oh, und wir haben keine rote Forschung mehr. Verlieren an Leistung. Achso, das sind vielleicht die Solarpaneele. Normal haben wir 500 Megawatt zur Verfügung. Halt mit. Jetzt geht dann natürlich die Energie aus mit der Zeit. Okay. Sie laden sich eh auf.
Gut, Satellit können wir dann auch machen. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.